persönliches Logbuch des Commander Ray Pinscher. Sternzeit 3310-1507. Hallo, meine lieben Elite Dangerous Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch die geplante Exploring-Tour am 31.08. diesen Jahres mal kurz ein bisschen im Detail erläutern und natürlich weitere vorbereitende Maßnahmen treffen im Anschluss nach der Erklärung etwas Praktisches. Und da möchte ich euch, deswegen bleibt ruhig dran, auch bis zum Schluss, einen entdeckten Bug einmal zeigen und wie man ihn umgehen kann, der einem, wenn man es nicht weiß, zur Verzweiflung bringen kann und man überhaupt nicht weiß, was das soll. Aber wie immer, schön der Reihe nach. Fangen wir mal mit der geplanten Exploring-Tour an. Am 31.08., das ist ein Samstag im August, der letzte Augusttag um 12 Uhr mittags, High Noon, starte ich mit meinem Carrier Poseidon aus dem 69G Carinae-System. Dort werde ich mich mit Sicherheit vorher schon mit dem Carrier einfinden. Eine Exploring-Tour, die so roundabout 5500 Lichtjahre von da aus gerechnet weit weg geht. Ihr dürft gerne mich begleiten auf meinem Carrier. Ich werde dazu die Werft öffnen, sodass ihr auch, wenn ihr möchtet, mit mehreren Schiffen dabei sein könnt. Ich werde ja noch im Anschluss, bis es soweit ist, einen schönen Bild zusammenstellen, den ich mir dann selber auch zulegen möchte, nämlich eine Kreid Phantom als Exploring-Schiff, damit man, wenn man da angekommen ist, von da aus ein bisschen die Gegend erkunden kann und vielleicht schöne Dinge entdeckt, auch exobiologisch tätig wird und so weiter und so weiter. Zu diesem Zweck lade ich euch gerne ein, diese Reise mit mir gemeinsam zu unternehmen. Ich werde sie auch beginnend am 31.08. 12 Uhr mittags im Non-Stop-Flug mit dem Carrier erledigen. Das heißt also, wenn ihr um 12 Uhr bis dahin mit euren Schiffen bei mir auf dem Carrier gelandet seid und alles, was ihr so braucht, dabei habt, dann würde ich euch empfehlen, vielleicht mal die nächsten 4-5 Stunden nicht unbedingt Elite spielen zu wollen. Also könnt ihr euch auch so ein bisschen einrichten, denn so in etwa wird die Reisezeit sein. Ich werde also jeweils immer einen 500 Lichtjahre Sprung erledigen und sobald der Carrier wieder flugbereit ist, die nächste Etappe starten. Das werden genau 11 Sprünge werden. Die Liste, wo es lang geht und welche Systeme wir anfliegen, zeige ich euch gleich im Detail. Könnt ihr euch dann selber auch als Link unten drunter bei mir in der Videobeschreibung herausgreifen und gucken, wo was genau passiert. Und wenn ich dann da angekommen bin in dem System, in der Nähe des Orionnebels, das wäre so mein gesetztes Ziel, den würde ich mir gerne mal anschauen. Und da ist auch eine Menge los drumherum, habe ich gesehen. Da gucken wir uns gleich im Detail an, werde ich mich dann 14 Tage lang mit dem Carrier parkend aufhalten und selber von da aus meine Exploring-Touren starten. Und ihr könnt das Gleiche tun. Der Carrier dient danach sozusagen da an der Stelle, 5500 Lichtjahre weit weg von hier, als Anlaufstelle. Dort könnt ihr, wenn ihr möchtet, gerne bei Vista Genomics, einem Dienst, den ich auch auf dem Carrier freischalte, genauso wie den anderen Dienst für die Planetenscans und so weiter, könnt ihr alle eure Daten abgeben und zu Geld machen. Vor allen Dingen auch die Exploring-Daten von irgendwelchen Planeten, denn sollte da unterwegs kaputt gehen mal und ihr habt eine Menge davon gesammelt, sind die dann leider verloren. Wäre also sinnvoll, die dann vielleicht tatsächlich beim Carrier, bei dem Dienst dort abzugeben. Natürlich ist auch die Bar geöffnet, versteht sich von selber. Dort können wir und ihr euch untereinander gerne auch verabreden, treffen, gemeinsame Dinge erledigen, vielleicht gemeinsam eine Runde exploren oder was euch ansonsten so einfällt. Und ich dachte mir, wäre vielleicht eine Idee, könnt ihr mir ja dann in den Kommentaren gerne was zu schreiben. Wenn ihr unterwegs seid, schöne Orte entdeckt habt, nette Blumen in Anführungszeichen, schöne Lichtstimmungen und auch Oberflächen, dann macht doch einfach ein paar nette, schöne Screenshots. Braucht ihr einfach nur auf die Taste zu drücken und Steam legt das ja automatisch in einem Ordner ab. Sucht maximal 10 schöne Screenshots, die ihr gemacht habt, heraus. Und schickt sie mir dann einfach per E-Mail mit der Genehmigung, dass ich sie für ein Video, was ich am Ende unserer Reise dann gerne zusammenschneiden würde, so als animierte Dia-Show mit einer netten Musik unten drunter, so als Erinnerung.
Aus rechtlichen Gründen brauche ich allerdings dann explizit eure Genehmigung. Die zeige ich euch nochmal gleich, wie die aussehen kann. Aber zunächst mal schauen wir uns an, was noch wichtig ist. Einer der Hauptgründe, warum ich diese Route mit euch gemeinsam erledigen würde, kann mir nämlich vorstellen, dass einige von euch einen gewissen Professor Palin, einen Ingenieur nämlich, noch nicht freigeschaltet haben. Ich schalte dazu mal um auf Inara und zeig euch mal, um was es geht. Der gute Mann hier, Professor Palin, der erst freigeschaltet werden kann, sofern man von Marco Quent, einem anderen Ingenieur, eine Einladung bekommen hat. Wenn euch das interessiert, so in welcher Reihenfolge die Ingenieure nach meiner Ansicht nach am sinnvollsten freigeschaltet werden sollte, dann schaut euch mein spezielles Video dazu an. Die wichtigsten 11 Ingenieure oder so ähnlich heißt das, ist in dieser Playlist hier ein paar Videos weiter vorne zu finden. Und Professor Palin, den würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, denn wenn er, egal mit welchem Schiff ihr unterwegs seid, die maximale Power aus eurem Pod herausholen wollt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, die jeweiligen Triebwerke bis auf Grad 5 pimpen zu können. Und das kann leider nur Professor Palin innerhalb der Bubble. Es gibt noch eine andere Ingenieurin, die ist allerdings paar 20.000 Lichtjahre weit weg in einer ganz anderen Abteilung. Also hier innerhalb der Bubble ist Professor Palin die Anlaufstelle Nummer 1. Ja, neben der Einladung, die von Marco Quent kommen muss, braucht er noch ein paar Sachen und hat als Voraussetzung unter anderem, dass ihr eine Reise von einer maximalen Entfernung von mindestens 5000 Lichtjahren von dem Karrierestartort ausgerechnet unternehmt. Das muss also an einem Stück passieren. Und dann will er noch zusätzlich 25 Einheiten sogenannter Sensorfragmente haben. Hatte ich euch ja auch schon mal innerhalb der Targuiden-Videos kurz gezeigt. Unter anderem glaube ich, indem ich eine Targuiden-Sonde auf einer Planetenoberfläche abgelegt und zerschossen habe. Und die zerfällt ja zum Beispiel dann in Sensorfragmente. So kann man sich beispielsweise solche Dinger besorgen. Es gibt aber auch Standorte, wo man die direkt mehr oder weniger gut einsammeln kann. Aber komme ich gleich nochmal zu. Wichtig ist also, die Freischaltung für Professor Palin und die Voraussetzungen zu schaffen. Und das ist der Hauptsinn meiner Reise. Und deswegen beginne ich auch die Reise direkt mit einem Non-Stop-Flug. Das heißt also, wenn ihr auf dem Pod bei mir euer Exploring-Schiff oder was auch immer ihr da parken möchtet, gelandet habt und einfach nur abwartet, dann transportiere ich euch mit dem Carrier 5500 Lichtjahre weit. Das zählt für euch auch als Reise, auch wenn ihr sie selber nicht tätigt. Und wenn ihr drauf sitzen bleiben wollt, braucht ihr nur 14 Tage abzuwarten. Und dann fliege ich genauso nonstop am 14.09., das sind 2 Samstage später, genauso nonstop wieder zurück in ein benachbartes System in der Bubble, wo wir dann zum Beispiel, wenn ihr möchtet, die notwendigen 25 Einheiten Sensorfragmente noch einsammeln könnt. Und dann seid ihr im Grunde genommen soweit fertig und könnt Professor Palin an seinem Standort besuchen und, wenn ihr möchtet, eben eure Triebwerke pimpen. Die Reise selber wird wahrscheinlich in 3 Stufen von sich gehen. Zeige ich euch mal. Gehen wir mal dazu auf die galaktische Karte. Ich habe mir da mal so ein paar Lesezeichen schon mal festgelegt. Also einmal hier das Exploring-Ziel. Das ist jetzt von meinem Standort aus 5571 Lichtjahre weit weg. Und hier, wie ihr seht, ganz in der Nähe, schon als dicker, fetter Nebel da im Hintergrund zu sehen, ist der Orion-Nebel. Und den kann man sicherlich da von dem Standort aus, wo wir uns dann hier sozusagen hinbewegen und alles, was in der näheren Umgebung ist, gut erkunden. Da fliege ich also als erstes hin am 31.08. Ich nehme mal so an, gegen 18, 19 Uhr abends werde ich bestimmt da sein. Und wenn ihr dann Lust habt, schaltet einfach mal rein, guckt, wo wir uns gerade aufhalten. Und dann könnt ihr loslegen. 14 Tage bleibe ich an diesem Standort stehen. Den könnt ihr sozusagen dann als Zielort, wo ich immer anfliegen. Und von da aus ringsrum in der Kugelform die Umgebung erkunden und eben entsprechend Material sammeln, was immer ihr wollt. Wenn wir dann da fertig sind, dann fliege ich
ebenfalls am 14.09. in ein anderes System. Ich habe das jetzt mal hier bei mir als Sensorfragmente bezeichnet. Also nicht wundern, das ist natürlich nicht von da aus gesehen, 346 Lichtjahre weit weg, sondern von dem jetzigen Standpunkt aus, wo ich mich aufhalte. Das System heißt HIP 17403 und da werden wir dann ein abgestürztes Schiffchen finden. Das finden wir hier auf dem Planeten. Dort können wir dann die entsprechenden 25 Sensorfragmente einsammeln. Ja, und wer will, kann von da aus ja dann die Reise zu Professor Palin antreten. Ich würde dann gerne mit euch noch eine weitere Geschichte erkunden. Ich habe das hier mal als Targoiden-Oberflächenstandort bezeichnet. Der ist auch wieder nicht ganz so weit weg. Und dort würde ich gerne mit euch als letztes, als Abschluss, wenn ihr Lust habt, noch hinfliegen, um dort ein paar interessante Dinge anzugucken auf der einen Seite und eventuell auch als Material noch zu besorgen. Das gucken wir uns mal an. Zum Targoiden-Oberflächenstandort. Das wäre das Ende unserer Reise. Sieht so aus, also eine super tolle Struktur, die wir da anfliegen wollen. Und da auf dieser Struktur kann man dann hier ein solches Targoiden-Gerät sich angucken und auch mit Material bestücken. Ich mache es mal ein bisschen größer. Gucken wir uns das mal an. Das ist also eine ganz heiße Maschine, dieses Teil. Da kann man dann in so eine Höhle reinfahren, muss die erstmal suchen, diese verrückte Maschine, und muss da drei verschiedene Materialien ablegen, um dann wiederum ein anderes Material zu bekommen. Das war also das Ziel der Reise, möglichst schnell 5000 Lichtjahre zu erledigen. Wenn ihr keine Lust habt, da 14 Tage zu warten, könnt ihr euch ja mit eurem Exploring-Schiff, was ihr vielleicht benutzen könnt, dann in Ruhe auf die Heimreise machen. Das ist ja auch eine Option. Deswegen dachte ich mir, ich möchte zeitlich so wenig wie möglich euch vorgeben. Und wenn ihr gerne unterwegs noch was machen möchtet, dann seid ihr herzlich eingeladen. Wie gesagt, wenn ihr am Exploren seid, dann wäre es schön, wenn ihr mir vielleicht ein paar Bilder schicken könntet. Ich habe hier mal so als Idee vorbereitet, damit ihr seht, wo es hingehen soll. Und zwar ist die E-Mail-Adresse, ich werde sie unten auch nochmal in dem Video in der Beschreibung verlinken, order@swantec.de. Da schickt ihr das bitte hin, wenn ihr das per E-Mail schickt. Klatscht halt in den Anhang maximal 10 Bilder, die ihr rausgesucht habt, rein, die ihr meint, die sehen toll aus, die könnte man mal der Welt gerne zeigen. Und dann schreibt ihr mir vielleicht hier folgenden Text rein. Mein Name ist Commander, wie er heißt, in Elite, damit ich das auch zuordnen kann und euer Copyright natürlich in die Bilder unten reinsetze, von wem es ist. Und eben kurz die Genehmigung, dass ich diese Screenshots, die ihr mir schickt, eben für so ein YouTube-Video verwenden darf. Das ist einfach aus rechtlichen Gründen, muss ich das leider machen. Und dann schickt mir das und am Ende werde ich mal gucken, was ich daraus basteln kann. Und ja, werde euch vielleicht mal damit eine Runde überraschen. Was haben wir noch zu klären? Augenblick. Damit ihr auch wisst, wo ihr nachgucken könnt, wie weit ihr bisher überhaupt gereist seid und ob das nachher auch richtig ist, nicht, dass das alles umsonst ist, schaut ihr danach hier im Kodex nach. Und zwar beim Kommandanten natürlich, Statistik und dann brauchen wir Erkundung. Das ist der Tab. Ist ein bisschen verzwickt. Aber hier könnt ihr dann gucken, ganz genau, und zwar hier, die maximale Distanz, die ihr von eurem Startpunkt bisher zurückgelegt habt. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Für so eine Reise mit einem Carrier muss ich natürlich als Betreiber ein bisschen Vorsorge treffen. Will heißen, ich muss natürlich dafür sorgen, dass mein Carrier genügend Sprit dabei hat, damit er die Anzahl von Sprüngen machen kann. Dafür gibt es ja hier ein Tritium-Depot. Dort könnt ihr, wenn ihr möchtet, das ist natürlich eine nette Geste, bis maximal 1000 Tonnen, das ist die höchste Kapazität, die hier der Carrier laden kann, um ihn direkt zu verbrauchen. Hier könnt ihr zum Beispiel Tritium einfach spenden. Das ist die eine Option. Ich brauche diese Registerkarte hier natürlich, um aus meinem anderen Depot auf dem Carrier Tritium hier immer mal wieder in den Tank zu laden, damit man weiter springen kann. Und deswegen habe ich im Carrier-Management eine andere Option. Schauen wir mal. Wir haben hier das Inventar. Und wenn ich das hier mal aufrufe, dann seht ihr, ich habe hier zum Beispiel
in meinem Lager, was insgesamt 25.000 Tonnen umfasst bei meinem Carrier, immerhin noch ein Tritiumlager von im Moment aktuell 4.232 Tonnen. Und ich habe vorher mal kurz durchgerechnet, was braucht man für eine Reise von 5000 Lichtjahren und natürlich auch später wieder von 5000 Lichtjahren zurück in die Bubble, also insgesamt natürlich dann 10.000 Lichtjahre oder noch ein bisschen mehr an Tritiumvorrat. Und dazu habe ich dann einfach mal beim letzten Mal geguckt, beim Sprung, wie weit das war, wie viele Lichtjahre, und habe dann die Zahl verglichen, die mein Tritiumdepot, was maximal 1000 Tonnen ja umfassen kann, abgenommen hat. Und bin dann auf die Umrechnung gekommen, dass ich für 500 Lichtjahre, das ist die maximale Sprungreichweite des Carriers, 76 Tonnen Tritium benötige. Und da war ich ein bisschen überrascht, muss ich gestehen. Denn ich habe dazu für die Planung meiner Exploring-Tour hier ein Tool aufgerufen. Würde ich euch auch empfehlen. Verlinke ich euch auch im Video unten. Mit der URL spanish.co.uk. Hatte ich ja an anderer Stelle schon mal gezeigt, wo es darum ging, diese exobiologischen Daten schnell zu finden. Dieses Mal habe ich als Routenplaner den Flottenträger-Router hier aufgerufen. Und dann habe ich hier das Startsystem eingegeben und bin vorher natürlich auf der galaktischen Karte mal umhergezoomt, um zu gucken, wo will ich eigentlich hin, und habe mir dann halt einfach mal hier irgend so einen Stern rausgegriffen, der in der Nähe des Nebels jetzt war. Den habe ich dann per Copy-Paste hier reingesetzt. Die genutzte Kapazität aus meinem Carrier, wobei das überhaupt keine Auswirkung hat, habe ich gemerkt, habe ich jetzt einfach mal mit 10.000 angegeben. Und hier unten, das ist normalerweise direkt abgehakt, sollte man mal öffnen, da kann man dann reingeben, ne, den Anteil Tritium im Tank und das, was man noch im Lager hat, und dann einfach mal eine Berechnung starten. Und dann bekommt man hier drüben die Liste, das ist wunderbar, hier geht's los, und alles Wichtige an Daten ist dann hier direkt aufgelistet. Und ihr seht, die gesamte Reise, jetzt 11 Sprünge, umfasst eine Größenordnung von 5000 roundabout 500 Lichtjahren. Jeder Sprung, den man hier vornimmt, ist so berechnet, dass er die maximale Reichweite so mehr oder weniger des Carriers ausnutzt. Und schön ist dabei, man hat dann hier die einzelnen Stationen, die man sich auch direkt von hier aus in die Zwischenablage kopieren kann und sie dann später in der galaktischen Karte als Ziel für den Carrier eingeben kann. Wenn es erledigt ist, kann man es einfach dann hier schön abhaken, und damit ist das Thema schon erledigt. Ja, das ist die Liste, wo wir langfliegen wollen. Er schätzt jetzt hier 4 Stunden, weil ich eben genügend Sprit dabei habe, dass ich das als durchgängigen Sprung machen kann. Also wenn wir um 12 Uhr losfliegen, könnte es gut sein, dass wir schon 4 Uhr, vielleicht 5 Uhr so um die Ecke rum am Ziel angekommen seid. Das wäre der Planer. Und um nun Tritium sich zu besorgen, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe dazu bei Inara einfach erstmal hier die Rohstoffliste mir aufgerufen. Findet man unter der Rubrik Chemikalien, und da ist es auch schon. Und das Schöne ist, wenn man es mal hier bei Inara aufruft, dann sieht man, ja, der durchschnittliche Verkaufspreis und Kaufpreis, die liegen also relativ dicht beieinander. Ist also nicht unbedingt eine Ware, mit der man wahnsinnig viel Geld verdienen kann. Kostet aber eben eine Menge. Ne? Pro Tonne muss man 50.000 Credits hinlegen. Könnt ihr euch ja dann ausrechnen, wie viel Tonnen da was kostet. Das hat mich aber jetzt ein bisschen weniger interessiert. Stattdessen dachte ich mir, es wäre doch vielleicht interessant, wenn man mal auf die Warensuche geht. Das kann man ja ebenfalls hier über Inara erledigen. Auch wieder Rohstoffe, Waren, Suche und dann ich möchte kaufen. Und zwar Ware, Tritium. Und das hier ist entscheidend. Ich hätte das gerne sortiert nach dem Bestpreis. Natürlich von da aus gesehen, wo ich mich jetzt gerade aufhalte. Haritanis war der letzte Aufenthaltsort. Ich bin zwar jetzt schon wieder woanders, aber ich lasse die gerade mal offen. Weitere Optionen. Ich möchte das natürlich gerne mit einem großen Schiff mit riesiger Ladekapazität erledigen. Brauche also einen großen Landeplatz. Oder alternativ, so stelle ich mir das vor, ein Carrier, wo ein Besitzer genügend Tritium gemeinert hat vielleicht und das gerne verkaufen möchte.
und das preisliche Alter nicht mehr als 3 Tage. Ja, den Rest okay. Und einmal gut hier durchsortieren. Und ja, da habe ich hier in dem System Tiapai, wo ich auch gerade mich aufhalte, einen interessanten Anbieter gefunden. Der hatte gestern sage und schreibe 25.000 Tonnen, also knapp drunter, an Tritium mit auf dem Carrier. Also fast die gesamte Kapazität vollgeladen mit Tritium. Und auch ein super Preis, wie ihr seht. 25.000, das ist ja mehr oder weniger die Hälfte von dem, was man alternativ auf irgendeiner Station bezahlen müsste. Und da habe ich mir gedacht, da fliegst du jetzt mal hin. Und habe bereits 5.000 Tonnen von ihm gekauft. Und dabei ist mir aufgefallen, dass da irgendwie ein Bug in der Aktion drin ist. Und das würde ich euch gerne noch zum Schluss für heute noch zeigen, was mir da aufgefallen ist. Dazu gehen wir mal wieder zurück. Und ja, vielleicht ein letztes, bevor ich jetzt das Schiff wechsle. Deswegen sitze ich nämlich gerade in meiner ASP Explorer noch. Ich würde euch gerne mal zeigen, das Exploring-Ziel, was hier 5571 Lichtjahre im Moment weg ist. Wenn ich das mit meiner ASP Explorer mache und auch die Schnellstroute mit Schweifboost einstelle, das ist ja die maximale Reichweite. Das Schiff kann so mit dem Antrieb etwa 66 Lichtjahre weit springen, unbeladen. Und wenn man jetzt diese Reise machen würde mit der ASP Explorer, das ist ja immer die Berechnungsgrundlage, auch vom Carrier aus, dann sind das immerhin 80 Sprünge, die man machen müsste. Und zwar 80 Sprünge, um dahin zu kommen und natürlich auch wieder 80 Sprünge, um wieder zurückzukommen. Und das ist natürlich ein Carrier, der halt 11 Sprünge nur braucht oder andersrum gerechnet, hin und zurück dann 22 Sprünge, eine andere Hausnummer. Aber ist eine teure Angelegenheit. Aber dafür ist er ja schließlich auch da. So, dann wollen wir mal zu unserer guten Cutter wechseln, denn das ist ja mein Schiffchen, mit dem ich immer gerne Transporte erledige. Und dann programmieren wir uns hier direkt mal den Carrier. Ihr seht, ich habe meinen Carrier direkt da geparkt, wo er seinen Carrier auch hat. Am Anfang hatte ich den Sprung natürlich ins System. Da ich da keine Systemdaten hatte, ist der Carrier hier oben geparkt worden. Und das war immer ein Sprung, den ich zu diesem anderen Carrier machen müsste, von knapp 500 Lichtjahren. So, naja, kann man jetzt nicht sehen. So weit ist er etwa von dem Stern weg. Und das fand ich dann selbst zum ständigen Hin- und Herfliegen ein bisschen lästig. Zumal ich in meiner großen Cutter noch keinen von diesen SCU-gepimpten Frameshift-Antrieben drin habe. Also bin ich stattdessen innerhalb des Systems mit meinem Carrier dann auch hier zu diesem Planeten geflogen, also habe ihn neu versetzen lassen. Kostet mich zwar 100.000 Tacken, einmal den Carrier hin und her zu fliegen, aber man kann auch den Carrier innerhalb von einem System von einem Ort zu einem anderen fliegen lassen. Das funktioniert. Und jetzt stehe ich sozusagen im gleichen Orbit wie der andere Carrier. So, dann programmieren wir da gerade mal unser Ziel hin. So, okay. Und starten. Und dann lade ich nochmal eine Fuhre ein. Und ich kriege ja hier in meine Cutter immerhin, ich glaube, 792 Tonnen auf einmal transportiert. Und los geht's. Go for launch. Wunderschön gelegen hier. In dem System gibt es auch ein paar schöne Planeten, die man scannen kann. Terraformierbare. So, und jetzt mache ich Folgendes. Ich fliege, weil ich ja im selben Orbit bin, nicht auf dem geraden Wege hierhin. Das habe ich festgestellt. Das ist in dem Falle zwar der kürzeste Weg. Alles klar, Madeleine. Aber dadurch, dass die Gravitation mich daran hindert, möglichst Top Speed zu kriegen, fliege ich lieber einen kleinen Bogen, aber dafür schneller. Machen wir mal. Ja, ist soweit. Ich muss ein bisschen rüber, sonst springt er nicht an. So, fliegen wir mal hier ein bisschen rüber, weil der ist ja sozusagen in direkter Nähe. Immer so ein bisschen hier an dem vorbei. Dann können wir auch ein bisschen Speed aufnehmen. Und da dann in den 75% Modus fliegen.
Das geht also ratzfatz, um jetzt von einem Carrier zum anderen zu kommen. Und da ist er doch schon, das gute Stück. Wo haben wir denn die Landeburg? Da oben. Das ist auch ein anderer Carrier-Typ. Der sieht auch schön aus, hat aber einen gewissen Nachteil, muss ich gestehen. Werde ich euch gleich zeigen. Gerade beim Anflug. Denn dadurch, dass der hier hinten so eine komische Antennenanlage on board hat, und das gehört sicherlich bei dieser Art des Carriers zur Standardausstattung, muss man hier immer vorsichtig um diese Antennenanlage herumfliegen, damit man nicht aneckt und das Schiff kaputt macht. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen finde ich die Carrier der Nautilus-Klasse, so wie ich den auch habe, irgendwie besser. Ich habe einen automatischen Landecomputer, den schalte ich aber erst an, wenn ich kurz über der Deck bin, denn dann kann er am schnellsten agieren und genau in Ruhe das Schiff absetzen, ohne dass ich den Rumpf beschädige. Wenn ich den vorher natürlich einschalte, dann dauert der Anflug immer ewig lange. Und nun gehen wir Carrier-Dienste. Genauso da in den Warenmarkt. Jetzt kaufe ich mal 792 Tonnen ein. Kosten mich 20 Millionen. Das ist immerhin die Hälfte. Und nun passt auf, wenn ich jetzt Einkauf drücke, dann ist das eigentlich für das Spiel erledigt. Aber man kann es schon sehen, hier unten, die Frachtkapazität ist nach wie vor null. Und wenn ich jetzt das einfach missachte und auch nicht darauf achte, dass die Meldung nicht kommt, dass die Ladekapazität an der maximalen Grenze ist und losfliege, tja, dann wundere ich mich vielleicht, wenn plötzlich, wenn ich nachher da ankomme, in meinem Inventar gar nichts angekommen ist. Komisch, ne? Bin ich tatsächlich drauf reingefallen beim ersten Mal, weil ich da gar nicht drauf geachtet habe. Wenn er danach, nachdem er den Einkauf erledigt habt und den Warenmarkt verlassen habt und ihn nochmal aufruft, dann erst wird vom Spiel her kapiert und geschnallt, dass ihr die maximale Kapazität erledigt habt. Und dann wird sie auch korrekt hier unten angezeigt. Und erst dann ist auch hier im Inventar das Tritium eingebucht und kann dann auf dem eigenen Carrier, wenn das dahin transportiert, ausgeladen werden. Ja, meine lieben Freunde, insoweit war jetzt in dem Falle nichts Großartiges, sollte auch nur ein informativer Hintergrund sein. Aber ich hoffe darauf, dass ihr mit mir gemeinsam am 31.08. starten werdet. Und in Kürze werde ich dann mit euch noch ein schönes Schiff zusammenbauen, was uns hoffentlich dann von da aus nette, schöne Exploring-Touren gestattet. Bis in Kürze wieder. Tschüss.